So, da geht's auch schon direkt weiter in unserer Wüste mit bösen Geistern. Beziehungsweise ein böser Geist ist es ja eigentlich nur, oder? Ja, genau. Aiden muss uns natürlich jetzt hier wieder helfen. Mach schon einen. Ja. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen jetzt zu dieser Hütte, oder können wir das eigentlich auch weglassen? Nein, okay. Ich versuch's noch mal. Nee. Wir müssen dorthin gehen. Okay, also Aiden sieht hier drinnen auch gar nichts. Aschki liegt ja auch da. Scheiße. Naja. Geradeaus. Gut, nachdem sie jetzt von dem Pferd überrannt wurde, setzen wir uns auf unser Pferd und reiten mal da so hin. So. Habe ich den Motor richtig angeschmissen jetzt. Oh. Ganz schön scharfe Kurven hier. Ja, ein bisschen gemächlicher hier lang reiten. Dann können wir auch die schöne Gegend genießen.
Warum bin ich denn hier gelandet? Kannst du was sehen, Aiden? Komm schon! Zeig dich wieder links! Du Widerling! Meine Existenz. Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Yeizo? What's going on? Der geteilte Baum. Entschuldigung, ich habe Cola getrunken. Gerade mal die halbe. Ich habe noch eine halbe Cola vor mir. Also bin ich dann noch aufgedrehter als jetzt. Ich bin sehr koffeinempfindlich. So, dann... Ach so, was muss man jetzt machen? Habe ich gar nicht. Mal wieder gar nicht zugehört. Die will jetzt, glaube ich, den Baum finden, ne? War das so? Ist er da hinten? Ich weiß das nicht mehr. Warum weiß ich das denn nicht? Naja. Aber ich muss sagen, ich habe mir doch relativ viel gemerkt. Ich bin ja ein bisschen erstaunt. So, ein bisschen Galopp. Im Galopp. Wo ist der Baum? Das ist jetzt bestimmt die falsche Richtung. Was macht das Pferd? Das war jetzt bestimmt wirklich die falsche Richtung, oder? Oder warum ist das auf einmal abgebogen? Merkwürdig. Naja. Ich sag einfach nichts mehr. Da vorne ist er. Da ist er. Die Teufelsfrog. Der Platz aus meiner Vision. Ja. Ja, da ist der Baum. Na. So, angekommen. Diesmal geht das Kapitel auch wieder schnell. Wie am Schnürchen. Kann ich eigentlich auch einfach wieder los? Okay, okay. Ich bleib noch und such weiter. Ah ja, das dachte ich mir schon. Es ist nichts hier. Doch. Natürlich ist da was. Grabe, grabe, grabe. Sie wurden umgebracht. Die Existenz. Geister.
trugen diese rituellen Masken? Bitte schön. Aiden, Aiden, Aiden. Seltsam. Aiden. Der hat keinen Talisman. Schubidubi, dubidu. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Aber nur vielleicht. Dem helfen wir dieses Mal, wenn es geht. Wenn es geht, aber ich denke schon. Alles aufgewühlt. Ich hätte nie herkommen dürfen. Ich bringe nie irgendwas Gutes mit mir. Irgendwas machen? Nee, ne? Gut. Gut, gut. Können wir uns das Bild angucken? Oder das? Nö. Gut. Ich guck mal kurz, ob
Ah, ich glaube, die Jungs sind draußen beide, ne? Ich gehe jetzt erstmal zur Oma. Ich weiß nur nicht, können wir hier draußen auch irgendwas machen? Mal dem helfen? Nee, ne? Oder? Warte mal, warte mal. Ah! Nee, ich glaube, wir können hier nichts machen. Die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus, huh? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen! Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Anzünden fürs Feuer. Oh, ich habe jetzt vergessen, auf das Symbol zu achten. Ich hoffe, ich weiß es so noch. Ich glaube, die Eins. Das war's. Okay. Gib die Talisman.
Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. So. Jody. Shimazani? Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Mhm. Für uns ist es geweihtes Land. Mhm. Naja, wenn wir hier weg wollen, ist ja Shimazani eh wieder am Leben. Zumindest war das beim letzten Mal so. Ich weiß immer noch nicht genau, warum. Oder ob das irgendwie ein Fehler im Spiel war oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall merkwürdig, weil jetzt ist ja eigentlich die Beerdigung. Und in der Abschlussszene steht oder saß sie dann da wieder da in ihrem Rollstuhl. So. Dann wollen wir mal.
Können wir den Typen hier schon sehen, wenn wir in die Richtung gehen? Nö. Also der steht doch hier eigentlich irgendwo da oben. Einer der Medizinmänner, glaube ich. Oder Wächter, ich glaube, es sind Medizinmänner. Ach, kein. Ich weiß nicht, ich blick da nicht so ganz durch hier. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Und der Paul ist wenigstens jetzt noch am Leben. Wobei der stand bei der letzten Folge, also beim letzten Let's Play, stand der zum Schluss auch wieder mit dabei, soweit ich mich erinnere. Also schon merkwürdig. So, was ist, wenn ich jetzt einfach mitgehe und nicht in diese Höhle da oben reingehe? Weiß nicht, ob das geht. Ja, es kann sein, dass ich da auch hingehen muss. Aber vielleicht läuft Jodie auch lieber weg. Gehen. Wir gehen einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was in dieser Höhle war. Ich glaube, irgendeine Zeichnung. Also fest. Du willst weg? Ja. Ich habe da noch was zu tun. Weißt du, ich habe gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Aber vielleicht ja auch nicht. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Ja. Herausfinden, wer ich bin. Du hast viel für uns getan. Und für das Vermächtnis unseres Stammes. Wie soll ich dir nur danken? Wenn du nicht findest, was du erhoffst, komm wieder hier. Du hast ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Corey. Ich werde dich niemals vergessen. Ashki wird bestimmt sehr traurig ohne dich sein. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Können wir den nicht mitnehmen? Also das Pferd meine ich jetzt. So, bei dem lasse ich das jetzt mal zu, weil ich glaube, der ist eigentlich ganz, ganz gut drauf, so, ne? Besser jetzt dieser Nathan. Aha, aha, aha. Hey Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Ach stimmt, da war ja irgendwas. Ewig gebraucht, aber die Kiste läuft wieder. Sie gehört dir. Sieh es als kleinen Dank an. Oh, das habe ich vergessen. Danke. Weil wir hätten das Motorrad auch irgendwie reparieren können, glaube ich. Zumindest steht das bei der Auswertung da.
Aber gut. Lebt da seht ihr sie. Sie sitzt da auf einmal wieder. Wie kann das sein? Ist das ein Fehler im Spiel? Was denkt ihr? Ich meine, das ist schon krass, ne? Stellt euch mal vor, bei euch würde jeden Abend so ein Geist auf euer Dach draufkloppen. Naja. Okay, also wir haben mit Aiden nicht das Haus erkundet. Wir haben das Motorrad nicht repariert. Ja, ich weiß nicht, wo man das findet, weil steht auch, dass 92% aller Spieler das nicht gemacht haben. Das ist schon sehr, sehr viel. Also keine Ahnung, wo das versteckt ist. Wir haben gelogen oder sind Jays Fragen ausgewichen. Aber der mag uns trotzdem. Wir haben das Ritual abgeschlossen. Das hätte man auch nicht abschließen können. Oh no. Okay, dann haben wir uns nicht nach draußen gewagt. Wir sind von den Geistern gerettet worden. Das hätte man auch irgendwie wegmachen, also nicht schaffen können. Wir haben Paul geheilt und wir haben Jay zum Abschied geküsst. Das ist ja wirklich fast Hälfte hier. Ja, genauso wie beim Geist und bei dem nach draußen gehen. Okay, gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.